Es geht noch weiter. Wir sind jetzt Meister. 8500 ist der nächste. Aha. Es gibt noch mehr Stufen. Interessant. Wir kommen von hier aus anscheinend da drüben nicht weiter. Nein, okay, werden wir zurückgehen und uns die andere Seite anschauen, weil hier kommt man anscheinend nicht runter oder so. Ich schätze mal, hier wird es irgendwo einen Ausgang geben noch, oder? Oder ob man da an die andere Seite rüberschwimmen kann? Ah, reicht gerade so, nicht wahr? Oder ist hier hinter noch irgendwas? Ah, man kann auch auf der Seite zurückgehen. Okay. Hier noch irgendwo? Nee, sieht nicht danach aus. Gut. Oh. Okay. Auch noch zusammengebrochen. Ja, ich habe jetzt den Tod riskiert hier, weil ich wissen wollte, ob man da irgendwo hin kann oder so. Jetzt habe ich natürlich wieder ein Herz zu wenig. Verdammt. Kann man da auch nicht wieder rüberspringen? Heißt das, man wird wirklich hier auf der Insel abgekapselt, bis man alles gelöst hat oder wie oder was? Hallo? Herz. Sehr schön. Ah doch, man kann, okay. Okay, anscheinend kommt man. Also das Spiel will anscheinend, dass wir durch die Tür gehen, also werden wir durch die Tür gehen. Ja, sehr schön. Aber beziehungsweise die Leiter runtersteigen dort. Und uns im Inneren weiter umsehen. Aha, hier ist eine Truhe. Nee. Ach hier. Gleich direkt hier. Öffnen wir sie und Zahnrad. Ein goldenes Zahnrad. Aus der Antike. Dafür bekommst du 50 Minuten also Geld. Okay. Guck mal, einer von euch. Jawohl, sehr schön. Kisten sind offenbar nicht zerstörbar. Ja, es ist interessant. Hannover erwartet das Spiel irgendeine
Rätselgeschichte oder? Weil hier ist so ein merkwürdiger blauer Boden. Wo der ist hier auch, na gut, ist. Weil hier sind auch überall diese Geräte, die wir schon im großen Kern gesehen haben. Ah, hier ist noch jemand. Und da hinten ist irgendein. Kid, you came! My plan did not work out. All of a sudden it changed and I could not control it anymore. But I was able to cut it loose from the power grid. It cannot repair itself now. Listen, when Oceanhorn wakes up, it will try to fry you with its death ray. Make sure you are prepared. You are a tough kid, and you have your mother's strength. Light inside you that makes you go one step further. Something I never had. When this is all over, we should visit her grave and tell her all about your adventures. No, it's moving again. Run, kid! Just leave me and save yourself! Okay, das ist Oceanhorn, die lebendige Festung. Was sollen wir jetzt hier machen, also? Was erwartet das Spiel jetzt von mir? Mist, verdammt. Ah, toll, ey. Ach du, man muss die Dinger denn angreifen. Au. Jetzt lässt doch irgendwas fallen, herrlich. Ach du Scheiße, und so wenig Schaden macht er bloß? Ja, natürlich! Nee. Mal hör doch mal auf damit! Ah, nun komm, ey! Mann, ich kann doch nicht dafür, die Ausdauer reicht nicht aus, ey! Dauert ja eine Ewigkeit, bis der sich hier aufgeladen hat, seine Ausdauer. Oh. Mann, was ist das für eine Scheiße? Ich kann nicht vernünftig zielen.
Das gibt's doch nicht. Der bewegt sich zu scheiße. Ich hab keine Ausdauer. Ist er jetzt schon wieder? Er hat gar keine Ausdauer oder was? Also man muss beide Beine treffen, dann kann man ihm... Das Ganze wahrscheinlich... Ja, ja, natürlich! Er schmeißt auch noch ohne Ende Bomben hier. Okay, wir haben zwei Herzen gekriegt. Ja, ist gut! Das Ganze nochmal. Ich nehme mal noch nicht an, dass das schon der finale Kampf sein wird. Na toll! Jawohl, wir haben getroffen. Da kann ich schnell laufen. Okay. Oh, ich bin ja fast tot, ey. Natürlich! Ist klar, ey! Toll, ich hab die Energie, ehrlich. Mit der Ausdauer ist schon ein bisschen nervig, dass die nur so kurz reicht. Zumal man nur eine Aktion machen muss da mit den... Aber ich glaube nicht, dass das schon das finale Ende ist. Weil das wäre eigentlich zu einfach und zu schnell. Und wir haben, was sagt das Spiel an Prozent? Unia, Arcadia. 60%. Nee, das kann nicht sein. Das wäre meiner Meinung nach zu billig, wenn das schon der letzte Kampf wäre. Kann man irgendwie überspringen? Man kann. Ja, ja, lebendige Festung, Hochschnurren. Aber wir hatten ihn fast. Du komm, Rache. Nummer eins. Zack. Nummer 2. Okay. Das war schon ganz schön mies, ne? Beim ersten Mal kann ich locker die Hälfte abziehen. Ja, nee, nicht ganz, fast die Hälfte. Ja, natürlich. Oh nein. Ah, dass das so lange mit der Ausdauer überdauert. Man kann doch nicht dafür, ey. Warum klappt das manchmal nicht? Ah, oh, nun lad deine Ausdauer auf. Was ist denn das? Ja, jetzt fängt es wieder an mit dem Bock. Boah, ey, das gibt's doch, wie schnell man doch immer tot ist hier, ey. Ja, ja, natürlich.
Mann, das ist doch scheiße. Man hat nicht genug Energie für den Kampf. Der zieht zu viel ab. Mann, du sollst nicht zaubern, du sollst hier hochsteigen. Na, was anderes kann man doch nicht machen, oder? Oder kann man noch irgendwas anderes? Dann habe ich irgendwie schon hier irgendwas übersehen. Ne, nicht hier. Habe ich schon wieder irgendwas übersehen oder so? Ich kann doch nicht dafür, ey. Ich habe einfach nicht genug Energie für den Kampf. Oder besser gesagt, nicht genug Ausdauer, dass ich so lange, nicht lange genug blocken kann. Das ist das Problem. Toll. Kann hier nicht runter. Kann man hier rüber springen? Nee. Bombe? Nee. Da unten? Nee. Hier irgendwo eine Bombe hinlegen? Scheint nicht so. Rüberspringen kann man hier auch nicht so weit. Man kann auch hier nirgendwo runter, oder? Hier eine Bombe hinlegen? Das sieht zum Beispiel so aus, als könnte da was hochkommen. Oder ob man da eine Bombe hinschmeißen soll? Warte mal. Noch nicht so ganz. Man kann nicht rüberspringen und nicht runterspringen. So auch verdächtig aus. Nee. Okay. Komm nicht darüber. Warte mal. Au. Auch nicht runter.
Aber uns fehlt ja noch mindestens ein Kristall, wird uns hier angezeigt. Und... auch noch einiges andere. Ein paar Truhen sicher auch noch oder irgendwas. Und ein Herz, der muss ja auch noch irgendwo sein hier. Muss hier noch wahrscheinlich irgendwo was sein, was ich noch nicht sehe. Schon versucht darüber zu schwimmen, aber nicht sehen. Ja, muss man davon ausgehen, dass man jetzt erstmal das Vieh besiegen muss, aber das ist ja sau schwer, weil er ja so viel Schaden macht, wenn er anfängt rumzubomben und so. Da kann man ja gar nicht mehr viel machen, ey. Die Ausdauer ist einfach zu knapp dafür. Ich denke mal, wir werden es nochmal versuchen, dann wird der Part zu Ende sein. Dann werden wir es im nächsten Part halt nochmal neu versuchen. Ja, ja, wir wissen, wer du bist. Scheiß Arsch, ey. Was ist denn das? Ich kann doch nicht dafür, dass das manchmal nicht klappt, ey. Mann, und gib mir nicht mal so viel Bomben. Ich brauch doch Herzen, ey. Was? Hat er sich wieder geheilt oder was? Ich hab doch schon beide Seiten getroffen. Alter, dieses Arschlochkind! Mann, was ist denn das? Ja, na toll, ey. Oh, ist das gemein, ey. Jetzt wirft er das Herz noch drei, wo ich ihn nicht treffen kann, ey. Mann, hör doch mal auf, ey. Immer wenn ich nichts machen kann, fängt er an rumzuballern, ey. Immer wieder ein bisschen aufgeladen. Oh, ja, ey, das ist doch scheiße. Man kann sich nicht... man kann sich nicht regenerieren, weil der einem keine Zeit dazu lässt. Mann, ich kann doch nichts dafür! Es ist zum Kotzen! Was soll der Scheiß? Man wird total verarscht hier vom Spiel. Man wird immer mit scheiß drei Herzen wieder rausgeschmissen hier, ey.
Und man kriegt nur Scheißbomben, wenn man Energie braucht, ey. Also das funktioniert bei Zelda wirklich sehr viel besser. Kriegt man wirklich das, was man braucht gerade und nicht irgendwas, was das Spiel gerade im Kopf kommt. Warum kriege ich immer zu nur Scheißbomben, wenn ich gar nicht... Ja, ist jetzt gut, ich muss ja bald genug haben jetzt, ey. Der Kampf ist sehr schwer. Der sieht zwar jetzt im Grunde nicht schwer aus, aber der ist sehr schwer, weil viel einfach zu viel Schaden auf ihm macht und das sehr schwer ist, sich die Dinger zu schnappen. Und wie vorhin gesehen hat, auch fast. Ja, Bomben, Bomben, Bomben. Ich brauche keine Bomben. Ich muss doch jetzt bald Maximum haben, oder nicht? Plus 12. Ich verarschen. Oh, ey, hörst du jetzt mal auf, Bomben zu geben, Scheißspiel? Ich brauche Energie, ich brauche noch 2 Herzen, damit ich mit voller Energie darin gehen kann, ey. Nochmal Bomben, nochmal Bomben, na endlich mein Herz, ey. Mehr als 15 kann man durch nicht haben, oder? Nein, toll, kriegt dafür mal Geld. Sehr, sehr nett, ey, wirklich. Also das hat in Zelda sehr viel besser funktioniert, aber wirklich auch kriegt, was man braucht. Also in der Regel jedenfalls. Nein, man gibt natürlich auch Zelda-Spiele, die nicht ganz so freizügig sind mit den Items, die man gerade braucht. Aber meistens an lohen Energie kriegt man auch meistens ein bisschen was und ich. Nicht immer nur scheiß Bomben, die man nicht braucht. So, ein Versuch machen noch, Freunde. Muss einfach sein. Man hört doch mal auf damit. Das ist so unfair, ey. Du schießt. Der ist noch nicht aufgestanden und schießt schon wieder. Oh, ich hab keine Energie mehr. Ich hab's gerade noch so wenig gekriegt, obwohl Energie alle ist. Sehr schön. Oh, ist das gemein, ey. Und was ist denn das für eine Scheiße? Mit einmal killt er dich praktisch fast instant, ey. Oh, ich kann doch nicht dafür. Ja, jetzt hab ich wieder keine Energie für die Scheiße. Oh, ist das gemein, ey. Verrecken, 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 jawohl. Wir haben es geschafft, Freunde. Er ist verreckt. Aber irgendwie bin ich mir noch nicht sicher, ob das wirklich schon der letzte Kampf gewesen ist. Okay,
Nein, der wird wiederbelebt. Na herrlich. Also ich habe es mir schon gedacht, es ist nicht der letzte Kampf. Er ist jetzt woanders hingeflohen. Okay. This is it, son! Deliver the final blow! Was heißt, der Kampf geht direkt weiter, oder wie ist das? Ja, natürlich, ja, ist richtig. Okay. Ach so, man muss den Typen da treffen. Ja, wollt ihr mich verscheißern? Okay, jetzt sind wir hier. Aha. Okay, wir haben uns jetzt wesentlich aufgeheizt, ist schon mal viel wert. Und jetzt. Ja, hier könnten wir wieder rausgehen. Ich wollte jetzt mit der... Oder hat die Flöte eine Bedeutung? Das kann eigentlich nicht sein, oder? Wahrscheinlich übersehe ich wieder irgendwas. Hat die Flöte irgendeine Bedeutung? I am its master now. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein useless device. I'm inside its mind. Warum geht denn das jetzt nicht? Was soll ich denn machen? Ah, jetzt verstehe ich das. Ja, ich bin schon wieder tot, ist klar. Okay, ich denke mal, wir machen hier Schluss, Freunde. Mana Potion, ja. Jetzt brauche ich sie. Wohin, wo ich sie gebraucht habe, was mir keine geben. Okay. Okay, wir beenden jetzt hier die Session, den Part, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen.